Herzlich willkommen zurück zu Skysaga Alpha 4. Nein, Entschuldigung, Alpha 5 mit Airesu. Ich bin Airesu und gehe heute mal zu Impiotas. Ich habe keine Lust auf ein Abenteuer, deswegen gucke ich mir das Rennen an, das er mir angekündigt hat. Bin ihm ja in der letzten Folge begegnet. Moment, ich müsste ihn in den gefolgten, in den verfolgten haben. Impiotas. Dann schauen wir uns mal seine Insel. Oh, das sind viele. Jetzt weiß ich nicht. Ah, okay, er hat es markiert. Das hier ist das Koop. Da gehen wir natürlich nicht hin. Ich glaube, Estate hatte er gestern gesagt, aber kann mich auch irren. Auf jeden Fall gucken wir uns das an. Und schauen mal, ob wir es auch hier unter die Top 10 schaffen. Wenn schon nicht unter die Top 1. Gut, unter die Top 1 kommt man wahrscheinlich nur, wenn man tatsächlich trainiert. Oh Gott, das ist schon wieder so ein Gehopse. Gut, fangen wir direkt an. Und hopp. Und hopp. Und von hier aus weiß ich nicht weiter. Kann man hier irgendwie hochklettern? Nein. Gut, versuchen wir es also gleich nochmal. Hopp. Hopp. Okay, kein Problem. Hopp. Kommt man hier vielleicht drüber? Hopp. Nein. Das reicht nicht. Hopp. Das heißt, es muss irgendwie möglich sein, hier durchzukommen. Vielleicht rumspringen? Oh, das geht tatsächlich. Okay. Boah. Okay. Und hopp. Nein. Oh, verdammt. Okay, wir müssen tatsächlich in Kurven hopsen. Das ist interessant. Boah. Und Sprung. Oh, verdammt. Ist natürlich jetzt mehr Jump'n'Run als Abenteuerspiel. Aber ich glaube, ein bisschen Jump'n'Run hat noch niemandem geschadet. Und, verdammt. Okay, da muss ich mal versuchen, ohne den Sprint zu springen. Ja, da muss ich aufpassen, dass ich auch erst springe, wenn's notwendig wird. So, verdammt. Sprung. Da habe ich nicht lang genug gehalten. Und Sprung. Gut, oh Gott. Sprung. Kurvensprung. Verdammt. Hopp. Hopp. Verdammt. Aber jetzt. Ja, okay, das hier ist eher ein Geschicklichkeitsspiel jetzt. Also Geschicklichkeit Jump'n'Run. Wobei jedes Jump'n'Run irgendwie ein Geschicklichkeitsspiel ist, ne? Okay, Sprung. Na. Verdammt. Gucken wir uns auch erstmal um, wie es genau weitergeht. Ich glaube, das kann man hier kaum ansehen. Dort hinten wird man wahrscheinlich geblockte Sprünge haben, also bei denen man nicht so weit, nicht so hoch springen darf. Mal sehen, wie genau das funktioniert. Nein, und na. Verdammt. Ich versuche zu früh die Kurve zu nehmen, das klappt nicht. Schon wieder, aber wenigstens nehme ich hier nicht jedes Mal Schaden. Jetzt haben wir hier auch noch Trommeln, die mich beunruhigen.
Nein! Verdammt! Moment kurz. So, jetzt hab ich. Ich musste mal kurz den Sound des Laptops ausschalten, der eigentlich nur als Stoppuhr dient. So. Also natürlich nicht immer, aber jetzt gerade. Nicht, dass hier denke ich, oh, würde nebenbei noch irgendwas anderes machen und deswegen so schlecht sein. Ich bin von Natur aus so schlecht. Oh Gott. Wie macht man das hier? Wenn wir rüberspringen, dann kommen wir auf jeden Fall an der Leiter an und fallen dort nicht direkt runter. Die Frage ist, wie geht's weiter? Verdammt. Ich nehme an, dass man hier auch um die Kurven hopsen muss von Leiter zu Leiter. Top. Und hopp. Ha. Nein. Verdammt. Okay, Moment mal. Wenn ich so hopse... Ja, okay, das klappt. Eben habe ich nämlich einigermaßen festen Stand gehabt. Das heißt, wahrscheinlich kann ich das da hinten anwenden. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Hopp. Nein! Verdammt! So. Aber das ist das Tolle an Voxel-Spielen. Also, nicht an Voxel-Spielen im Allgemeinen, sondern an solchen Voxel-Spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, okay. Perfekt. Nicht perfekt. Ah! Durch die Spielerkreation und wenn sie noch so gemein sind, hat man eben viel mehr Interessantes, als es die Entwickler alleine geben, bringen könnten. Und hopp. Nein! Verdammt! Ich krieg den Sprung nicht hin. Ach ja, ich wollte mir mal die Bestenliste angucken. Ja, hier haben wir auch nicht wirklich viele, die es geschafft haben. Nur einer, der besser ist als der Erbauer. Womit auch das Rätsel aus meiner Knights of the Old Republic-Reihe gelöst ist. Wer sind die Erbauer? Impiotas ist es. Und, oh, nein. Irgendwie kriege ich nicht die Wucht hier hin, um richtig rüber zu hopsen. Hopp. 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 Ich muss dort auf diesem Sims irgendwie landen, ohne runterzufallen. Aber so einfach ist das nicht. Okay, ich... Ah, verdammt! Das Schlimme ist, wenn ich es um eine Kurve geschafft habe... Was war jetzt los? Wenn ich es um eine Kurve dort geschafft habe, kommt direkt die nächste. Ich muss tatsächlich komplett rum nach dem, was ich eben gesehen habe. Vielleicht. Nein. Ich wollte direkt die Kurve nehmen. Aber vielleicht geht das, wenn ich es nochmal versuche. Hopp. 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 Kurvensprung. Ach, das Dach ist im Weg. Sieht zwar schön aus, ist aber störend. Vielleicht ist das aber auch Sinn und Zweck des Dachs.
Vielleicht kann man aber auch irgendwie aufs Dach raufspringen. Das ist möglich. Hopp. Wenn man erstmal den Dreh raus hat, am Anfang ist es relativ leicht dort durchzukommen, wenn man ein Mindestmaß an Konzentration aufrechterhält. Worin ich überhaupt nicht gut bin. Okay. Versuchen wir es. Und hopp. Nein. So komme ich definitiv. Ich muss wirklich versuchen, eine große Kurve zu springen. Und hopp. Ich bin sicher, in den Abenteuern wird mir diese Fähigkeit dann große Dienste leisten. Nein, so klappt's nicht. Oder übersehe ich da etwas? Irgendwas ganz offensichtliches. Und ich habe es noch nicht versucht, von der anderen Seite zu machen. Nein. Auch wieder das Dach. Kurvensprung. Hoppala. Gerader Sprung. Moment mal. Nee. Verdammt. Da habe ich gesprintet, wo ich nicht hätte sprinten dürfen. Und da hielt ich Alpha Hippus Rätsel Kartenrennen schon für fies. Okay, ich muss höchstwahrscheinlich tatsächlich, wie ursprünglich angenommen, irgendwie hier rum schaffen. Verdammt. Vielleicht muss ich gar nicht versuchen zu springen, wie ich es die ganze Zeit versuche, sondern einfach nur nach oben gedrückt halten, damit ich auf den Leitern weiter oben bleibe. Fast. Irgendwie. Also gut, ich kam schon mal irgendwie rum. Das ist doch schon mal was, oder? Gehen ein Stück runter. Nein! Okay. Hopp. Wieder gesprintet, wo ich nicht hätte sprinten dürfen. Verdammt nochmal. Orientierungslosigkeit kombiniert mit drauf loshetzen ist nicht gut. Verdammt nochmal. Das kann doch so schwer nicht sein. Besonders die Teile, die ich ja eigentlich schon kann, verhaue ich dauernd. Das ist besonders nervig. Okay. Zur Seite. Verdammt, nein. Einfach durchs Laufen dort klappt's nicht. Ich muss irgendwie den Sprung schaffen, aber die Leiter scheint mich dort fest im Griff zu haben. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Verdammt. Außerdem stört mich die ganze Zeit das Briefkastensymbol. Nicht das Briefkastensymbol, das Briefsymbol. So. Und hopp. Ich
frag mich, wenn ich... verdammt. Okay, ich versuche jetzt mal den Sprung zu machen, ohne die ganze Zeit nach vorne gedrückt zu halten. Vielleicht lande ich dann tatsächlich auf dem Sims und kann von dort aus abspringen. Bisher habe ich ja immer versucht, direkt die Leiter zu greifen und es auch immer geschafft. Jetzt versuchen wir mal darauf zu verzichten. Das läuft auch nicht wirklich gut. Ich versuche es trotzdem nochmal, nur um sicher zu gehen. Schon quasi irgendwie fast geschafft. Ich meine, es hat kurz plopp gemacht, als ich auf dem Sims gelandet bin. Bloß dann bin ich abgerutscht. Verdammt. Okay, man da. Vielleicht sollte ich nicht sprinten, damit ich nicht gegen das Dach knalle. So. So, und kein Sprint. Fast! Nein, okay, nee, ich glaube nicht, dass man sich da wirklich drauf halten kann. Schon peinlich, ich komme nicht mal bis zur Hälfte, nachdem wie es hier aussieht. Und nachdem, was die Zeit sagt. Ich meine, bis hierhin kommt man in 10 Sekunden ohne Probleme. Nein, verdammt nochmal. Warum lässt der denn da los? Das heißt, theoretisch habe ich nur ein Zwölftel geschafft. Na gut, nehmen wir an, dass die anderen doppelt so schnell sind mit dem ersten Gang hier, weil sie keine Pausen machen, im Gegensatz zu mir. Dann habe ich vielleicht ein Sechstel des Weges. Allein an der Zeit gemessen. Vielleicht im Dach irgendwo ein Hinweis? Nein. Ich weiß echt nicht, wie ich da rumkommen soll. Ich kann nicht abspringen. Und hier rumklettern geht... Oh, doch, das geht! Ich hab's, ich hab's. Okay, man muss einfach sehr intensiv an der Maus drehen. Okay, und jetzt kommt der schwierige Teil. Uah. Exakt getimte Sprünge. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich will nicht fallen. Oh Gott. Also das Problem hierbei war, an dem ich jetzt mindestens 8 Minuten gehangen habe. Verdammt. Dass ich es die ganze Zeit versucht habe, mit der Tastatur zu lösen, während die Lösung in der Maus liegt. Verdammt nochmal. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und auf einmal ist es total leicht. Und hopp. Okay. Leichter Hops. Leichter Hops. Leichter Hops. Leichter Hops. Umpositionieren. Leichter Hops. Leichter Hops. Oh Gott. Umpositionieren. Uiuiui. Nein, das haut auch nicht hin. Wie komme ich hier vorbei? Sprint.
Ja, verdammt, ich habe aus Reflex auf Sprung gedrückt. Ich wollte einfach versuchen, über den Abstand rüber zu sprinten. Was eventuell sogar möglich gewesen wäre, werde ich jetzt erst gleich erfahren. So. Oh Gott. Hopp. Hopp. Verdammt nochmal. Und hopp. Okay, da habe ich jetzt nicht den Zeitauslöser betätigt. Den Stoppauslöser, aber das ist eh egal. Weil ich es ja eh nicht so schnell schaffe, ne? Und da ist mir die Ausdauer ausgegangen. So. Kurz ausruhen. Genug ausgeruht. Hopp, nein. Maus nicht genug gedreht. Stand da irgendwas geschrieben? Sah auf jeden Fall so aus, als wäre dort ein S. Allerdings kann das auch einfach nur eine komische Kurvenform gewesen sein, eine Schlängelinie. Hopp. Hopp, nein. Verdammt. Kopf gestoßen, nicht durchgekommen. Und hopp. Ich glaube, hierfür werde ich auch eine zweite Folge brauchen. Ähnlich wie bei Alpha Hippo. Die Maus muss man viel extremer dort drehen, als ich es gerade getan habe. Damit man auch wirklich direkt dorthin guckt, wo man hingucken soll. So. Verdammt, warum klappt das jetzt nicht mehr? Und... Tut mir auch leid, dass es jetzt irgendwie nicht weitergeht. Okay, die Entschuldigung, kommt ein klein bisschen zu spät, ne? Wenn man bedenkt, dass ich an der Stelle jetzt nicht wirklich so lange hocke. Obwohl, es ist ja die gleiche Stelle wie vorhin, an der ich hocke. Aber inzwischen kann man ja ein Stück weiter sehen als vorhin. Vorhin wäre die Entschuldigung viel angebrachter gewesen. Beziehungsweise die Bitte um Verzeihung. Ich kann mich ja nicht selbst entschuldigen. Das ist ein Fehler, der mich selbst immer wieder nervt, wenn den Leute benutzen. Sowohl andere als auch ich. Vielleicht ein Kurvensprung, aber nein, da komme ich ja auch nicht ran. Hier, ne? Doch, doch, okay, es hat geklappt. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ach so, okay. Kein Problem mehr. Ganz bestimmt kein Problem. Okay, das ist ein kleines Stück tiefer, glaube ich, als das hier. Dadurch kann man das wohl schaffen. Oh, geschafft. Nein! Ich war so nah dran. Also, ich weiß nicht wirklich, wo dran ich gewesen sein soll. Ich meine, das hier scheint dort hinten zu sein. Aber ich war so nah dran, ein Stück weiter zu kommen, als ich gekommen bin. Hoppala. Ja, es ist nachts kalt und so. Die Hände frieren ein, man kann sich nicht richtig festhalten, man fällt runter, man bricht sich. Alles. Obwohl, hier bricht man sich ja nichts. Ich meine, man landet ja nirgends. Das heißt, irgendwann verhungert man einfach. Das muss ein mieses Ende sein. Man verhungert, beziehungsweise eigentlich verdurstet man ja, bevor man verhungert. Man verdurstet im Fall
weil nirgends ein Ende kommt. Das heißt, man fällt ungefähr eine Woche, dann fällt man vom Fleisch, also vom Wasser. So. Hopp. Verdammt nochmal. Ich krieg die einfachsten Sprünge nicht hin. Hopp. Hopp. Sehr gut. Nicht gut. Kein Stück gut. Sprung. Sprung. Sehr gut. Und... Warum klappt das nicht? Warum kriege ich nichts hin? Nein, 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 nein. Okay, ich glaube, ich muss jetzt wirklich langsam aufhören. Jetzt habe ich es einfach überversucht. Nach einer Weile, wenn man etwas wie das hier nicht hinbekommt, sollte man eigentlich eine Pause machen. So. Weil man sich irgendwie die Fehler eher eintrainiert dann. Und weil die psychische Haltung vielleicht nicht mehr die beste ist. Zum Beispiel, weil man sich die ganze Zeit frustriert fragt, warum man die einfachsten Sprünge nicht hinbekommt. Wobei das ja auch nicht unbedingt der einfachste Sprung ist. Ich habe den ja erst vorhin gelernt. Aber trotzdem. Uiuiui. Dass ich den geschafft habe, war eben pures Glück. Da bin ich nämlich auf der Taste ausgerutscht. Und so, geschafft. Hopp. Hopp. So, jetzt aber. Okay, noch ein Versuch. Und dann höre ich auch auf. Ist ja nicht zum Aushalten. Hopp. 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 Gut, das war's. Ich komme hier nochmal vorbei. Nicht in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich. Es sei denn, zwischen den Aufnahmen sind ein paar Tage vergangen. Ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie gefallen. Wenn ihr es besser machen wollt, Impudes Estate ist das hier. Und bis dorthin kam ich. Hier bin ich runtergefallen. Bei einem ganz einfachen Sprung. Oh Gott, der hier wird schlimm. Das ist ein Sprung, bei dem ihr nicht maximalen Anlauf auf einem einzelnen Block machen muss dann. Zumindest sieht das von hier so aus jetzt. Und hier sind eine ganze Menge Kurvensprünge und ich glaube, ich werde noch zwei Folgen brauchen. Okay, ich hoffe, es hat gefallen. Vielleicht schaltet er ja wieder ein. Wir sehen uns. Lebt wohl. Kommt wieder. Adios.